Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und sage Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Format der Haas Steuernachrichten. Folgende Themen habe ich heute für Sie dabei. Erstens Verschärfung bei der Beurteilung von Sachbezügen. Zweitens, von Banken outgesourcete Finanzdienstleistungen sind nicht umsatzsteuerfrei. Und drittens, Bonpflicht ab 01.01.2020. Überraschend doch ins Jahressteuergesetz 2019 aufgenommen ist die Verschärfung bei der Beurteilung von Sachbezügen. Die Regelung hat das Ziel, Geldleistungen eindeutig von Sachbezügen zu trennen. Der Paragraph 8 Absatz 1 Satz 2 ESTG wurde entsprechend konkretisiert. Dort heißt es jetzt, Einnahmen in Geld sind auch zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattung, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten. Satz 3 bietet dann wiederum eine Ausnahme für die in der Praxis besonders gern verwendeten Gutscheine und Geldkarten. Unter bestimmten Voraussetzungen gelten diese weiterhin als Sachbezug und auch die 44 Euro Freigrenze bleibt somit anwendbar. Auch hier gab es eine Verschärfung. Die 44 Euro Freigrenze ist in Zukunft nur noch anwendbar, wenn die Sachbezüge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO hat für ein Unternehmen zu diesem Thema ein recht umfangreiches Gutachten erstellt. Ich verlinke Ihnen das Gutachten hier einmal im Video. Die Aufstellung, Befüllung und Wartung von Geldautomaten sowie deren Ausstattung mit Hard- und Software, die Geldauszahlung und die Generierung eines Datensatzes darüber, die eine Bank an einen Dienstleister outsourced, sind nicht umsatzsteuerfrei. Das hat jetzt der BfH entschieden. Im Urteilsfall hatte die Cardpoint GmbH sämtliche Dienstleistungen, die mit der Aufstellung der Geldautomaten zusammenhingen, übernommen. Das Finanzamt beurteilte die Umsätze als umsatzsteuerpflichtig. Das Finanzgericht hingegen beurteilte die Umsätze als umsatzsteuerfrei nach § 4 Nummer 8 Buchstabe D USTG, da es sich um Umsätze im Zahlungsverkehr handle. Nachdem der BfH dem EuGH diesen Fall zum Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt hatte, erging jetzt das Urteil. Die Umsätze sind nicht umsatzsteuerfrei. Im Kampf gegen Steuerhinterziehung sollen Kassen technisch aufgerüstet werden. Unternehmen, die elektronische Registrierkassen im Einsatz haben, sind ab 01.01.2020 verpflichtet, einen Bon auszugeben, ob der Kunde will oder nicht. Während das BMF für viele weitere Anforderungen, die durch das Kassengesetz entstanden sind, Zeit bis September 2020 eingeräumt hat, gilt die Bonpflicht, wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, ab 01.01.2020. Es gibt allerdings auch eine Härtefallklausel. Unternehmen, die viele unterschiedliche Produkte an viele unterschiedliche Endkunden ausgeben, weil sie zum Beispiel viel Laufkundschaft haben wie beim Bäcker, können sich auf Antrag beim Finanzamt von der Belegausgabepflicht befreien lassen. Das war's für heute. Weitere interessante Themen finden Sie auf Facebook, Instagram und Twitter. Die Steuernachrichten haben Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie gerne hier unten unseren YouTube-Kanal. Das erste Thema finden Sie ausführlich hier oben in der Infobox. Tschüss und bis zum nächsten Mal.